Hallo und herzlich willkommen bei GMP1 TV. Heute hier an diesem Donnerstag, den 1. Juli 2021, zum Podcast Nummer 13. An meiner Seite, wie gewohnt, Elia Stefanescu, mein geschätzter Kollege, ich selbst, Alexander Pelzig-Liorea, und gemeinsam begrüßen wir euch zu unserer heutigen Sendung. Präsentiert wird der Podcast wie gewohnt von unserem Partner www.gut7.de, Gut7 Nutrition, euer Ansprechpartner für gesunde und proteinreiche Snacks. Genau, schaut definitiv vorbei, unterstützt uns und benutzt den Code dabei GNP10, da könnt ihr ganze 10% sparen. Ja, die UFC macht an diesem Wochenende mal Pause. Das kommt uns an dieser Stelle natürlich sehr entgegen und deswegen sind wir dieses Mal auch mit dem Podcast einen Tag früher dran als gewohnt, denn die neue ultimative Rangliste für deutschen MMA-Sport ist zurück, die German Top 10. Wir haben sie aktualisiert. Nach zahlreichen Kämpfen in den letzten Wochen und Monaten gibt es jetzt eine neue Auflage. Zahlreiche Fans und vor allem auch zahlreiche Kämpfer haben uns schon länger gefragt, wann wir mal wieder ein Update machen. Jetzt ist es soweit. Gab sehr viel nachzuarbeiten und unser Gremium von unabhängigen Journalisten hat sich da viele Gedanken gemacht um die Ranglisten in den 7 Gewichtsklassen plus Pound for Pound und sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen. In den nächsten Tagen geht das auch auf unserer Webseite online. Bis dahin exklusiv nur im Podcast. In der Videobeschreibung findet ihr auch in den Kapitelmarken die Möglichkeit, zu der einzelnen Gewichtsklasse vorzuspringen, ob ihr euch jetzt nur für das Leichtgewicht, Weltergewicht, was auch immer, interessiert. Aber wir gehen es Stück für Stück durch, beginnen ganz unten bei den kleinsten, in Anführungszeichen, Jungs, mit dem Bantamgewicht. Und da gibt es jetzt relativ wenig Überraschung an der Spitze, oder Elias? Genau, also Khalid Taha bleibt immer noch an erster Stelle, hat sozusagen seinen Tabellenplatz bestätigt, wenn auch er den letzten Kampf verloren hat in der UFC, aber das gegen einen wirklich sehr, sehr starken Gegner. Da muss man sich, glaube ich, nicht schämen, gegen so einen zu verlieren. Gleichzeitig darunter Raoni Barcelos, um auch den Namen zu nennen. Also jemand, der auch letztes Wochenende gerade erst noch in Käfig stand, wirklich ein Topmann. Ja, absolut. Ein Topmann, auch Anton Radic auf der Nummer 2, der bei KSW unter anderem schon Champion war, verteidigt sozusagen auch seinen zweiten Platz. Genauso wie Rani Sadeh, der zuletzt gesiegt hat, und Kurshet Kakorov auf der 4, der eine Siegesserie aktuell, also die sich absolut sehen lassen kann, vorzuweisen hat. Und dann wird es schon wieder interessant, dann hat sich was getan. Alexander Luster springt einen Platz weiter nach oben, hat auch eine ordentliche Siegesserie und darunter Shamil Banukaev. Ich gebe mal ab an dich, Alex, dann wechseln wir uns ein bisschen ab. Ja, also Alexander Luster, der hat sich mit Markus Bock bei NFC wirklich einen sehr, sehr starken Kampf geliefert und hat jetzt eben den 5. Sieg im 5. Profikampf für sich verbucht. Also ein Mann, mit dem man auch in Zukunft rechnen muss im Bantamgewicht. Wirklich, das wird eine spannende Gewichtsklasse. Hat jetzt sich an Shamil Banukaev vorbeigeschoben, der einfach ja schon sehr lange nicht mehr im Käfig stand, lange nicht mehr gezeigt hat, zu was er imstande ist. Sonst auch wirklich ein sehr, sehr guter Mann dahinter. Wird es ein bisschen bunt durchgemischt. Wir haben Stipe Bircic, der einen Schritt nach oben macht, nachdem er Ömercan Kadesler bei EMC besiegt hat. Und ja, neu in der Top 10 ist Dimitar Kostov, der frühere GMC-Champion im Fliegengewicht, der mittlerweile als Bantamgewicht antritt. Genau, dazwischen noch Farbod Iranejad, der einen Platz nach unten gewandert ist. Und vielleicht noch ganz kurz zu Stipe Bircic, der diesen Sprung nach oben gemacht hat. Er hat ja einen wirklich fabelhaften Kampf sich geliefert mit Ömercan. Es ging tatsächlich hin und her, war einer der besten Kämpfe dieses Jahres und Ömercan finden wir auf der Nummer 10. Genau, der hat leider eine kleine Durchstrecke derzeit zu durchstehen, aber wer weiß, so wie er sich gegen Stipe Bircic präsentiert hat, so schlägt er auf jeden Fall jede Menge andere Bantamgewichte und dürfte nicht mehr lange auf seinen nächsten Sieg warten. Von den Bantamgewichten gehen wir eine Gewichtsklasse nach oben ins Federgewicht und dort hat der Spitzenreiter gerade erst am vergangenen Wochenende gekämpft und das ist ja niemand anderes als die lebende deutsche Legende Daniel Weichel. Der hat sich bei Bellator 261 einen Sieg geholt gegen Keone Dix nach Punkten, kam jetzt auf die Siegerstraße zurück. Bei den Bellator Rankings im Federgewicht ist er die Nummer 6, bei uns in Deutschland ist er noch die Nummer 1. Ja, dicht verfolgt, sage ich mal, von Lomali Eskiev, der auf der 2 ist, der den Platz auch schon sozusagen verteidigt hat, hat auch 2 Siege in Serie. Wir fragen uns, denke ich mal, alle, wann wir Lomali Eskiev wieder in Aktion sehen.
Und kurz dahinter ist ja schon Max Koga, der ja aktuell wirklich sehr aktiv ist auf Instagram. Folgt ihm da auf jeden Fall. Es gibt die ein oder andere witzige Story. Den letzten Kampf musste Max Koga oder musste sich dort geschlagen geben. Sascha Sharma knapp dahinter, hat allerdings 3 Siege in Folge vorzuweisen. Also hält sich auch auf der Nummer 4. Auch dicht verfolgt, muss man ja wieder sagen, von Sabah Bolagi, der ebenfalls wieder auf die Siegerstraße zurückgelangt ist. Und darunter, ja, wird es wieder etwas spannender, denn da hat sich wieder was Neues getan, ein neuer Mann in der Gewichtsklasse, Alex. Ja, also man muss auch bei Max Koga sagen, den letzten Kampf, du hast erwähnt, er hat ihn verloren, aber es war eine haarscharfe Geschichte und zwar gegen den amtierenden KSW-Champion Daniel Torres. Also das hätte genauso gut auch für ihn ausgehen können. Wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann zum Rückkampf. Er hat ja derzeit, ich will nicht sagen, gesundheitliche Geschichten am Laufen. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Er hat ein bisschen was optisch an sich verändert und mal sehen, wann er jetzt wieder richtig angreifen kann. Und wie du schon richtig andeutest, ja, wir haben Neuzugänge im Federgewicht und das ist nicht nur Nico Samsonice auf der 6, das ist auch Mert Özildirim auf der 8 und ganz unten Hüseyin Kadimagomaev, wobei das wahrscheinlich nur ein kurzes Gastspiel ist, denn wie heute Brave verkündet hat, findet sein nächster Kampf schon wieder im Leichtgewicht statt. Aber ja, dieses Trio Nico Samsonice, Mohamed Trabelsi, Mert Özildirim ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, gerade weil Trabelsi gegen beide schon gekämpft hat, gegen Mert Özildirim im Leichtgewicht bei GMC damals. Und jetzt, ja, ich denke mal, einige werden so ein bisschen verwundert schauen, wie kann das sein? Trabelsi hat doch eigentlich einen Sieg gegen Samsonice. Da muss ich persönlich sagen, meine Stimme hatte da Samsonice. Ich fand ihn in der ersten Runde deutlich stärker, bis er sich eben diese Horrorverletzung zugezogen hat. Aber ja, eine sehr, sehr knappe Geschichte bei den Rankings. Also die liegen wirklich nahezu weit gleich auf. Definitiv. Auf Papier, wie gesagt, hat sich Trabelsi dann den Sieg und auch den Titel geholt. Bin gespannt, ob es irgendwann in Zukunft, wenn Samsonice sich erholt hat, vielleicht tatsächlich nochmal zu einem Rematch kommt. Aber bis dahin bleiben wir gespannt, wie sich das Ganze im Ranking weiter noch verändern wird. Pascal Hinson sehe ich Genau. noch da unten. Mert Özildirim hast du schon genannt. Pascal Hinson kämpft ja jetzt wieder bei EMC an diesem Wochenende. Also da kann sich dann wahrscheinlich auch wieder so einiges tun. Genau, und Mert Özildirim hat jetzt im Juli auch schon wieder den nächsten Kampf anstehen bei NFC, kann sich also dann von seiner letzten und wirklich sehr, sehr knappen Niederlage gegen Benjamin Brander bei GMC dann auch wieder erholen und dann auch wieder den nächsten Schritt nach vorne machen. Dann gehen wir wieder ein Stück nach oben ins Leichtgewicht von dort, wo Nico Samsonice und Co. gerade herkommen. Und auch da gibt es an der Spitze relativ wenig Veränderungen. Wir haben Nasrat Haqparast, der ja im Januar im Käfig stehen sollte, der allerdings dann den Kampf im März gemacht hat gegen Rafa Garcia, den gewonnen hat. Dahinter Othman Azatar, da warten wir jetzt alle noch auf sein nächstes auf seinen nächsten UFC-Einsatz. Und Lloyd Radschabow, der mittlerweile die Playoffs der PFL erreicht hat mit zwei wirklich guten Leistungen. Am 13. August geht es für ihn weiter und er ist dann wirklich nur noch 2 Kämpfe von dieser Million entfernt. Also er arbeitet sich auch immer kontinuierlich nach vorne, wird aber natürlich allein schon aufgrund der Gegnerqualität so ein bisschen schwer, sage ich mal, ganz dann nach oben zwischen diese beiden UFC-Veteranen vorzustoßen. Genau, wir sind gespannt, ob er es tatsächlich schafft, bald Millionär zu sein. Also ich denke mal, aus deutscher Sicht drückt man ihm da alle Daumen. Kurz dahinter Alan Omar, der auch so einige Siege inzwischen wieder sammeln konnte, sich dann sozusagen dort hält. Und Alexander Wertko knapp dahinter, eben auch eine ordentliche Siegesserie. Islam Dulatov hat ihn ja unter anderem gefordert. Also da bin ich gespannt, ob sich da was tun wird in nächster Zeit. Ozan Aslaner, ein Platz darunter. Hat den letzten Kampf auch gewonnen. Davor gab es einen Unentschieden. Und neu dabei Konrad Duschka, der es jetzt schafft, hoch zu jumpen, sozusagen auf Platz 7. Genau, also neben Konrad Duschka, der sich bei der letzten EMC im Mai als Leichtgewicht neu angekündigt hat mit seinem Sieg gegen Michael Wirsch, sind auch neu dabei Attila Korkmaz, der kommt aus dem Federgewicht hoch, hat seinen letzten Kampf bei den UAE Warriors leider auch wieder knapp nach Punkten verloren. Und ja, wahrscheinlich dein Mann, sage ich mal, Elias hier, Zafar Mosin, der GCP-Veteran, der auch mittlerweile eine ganz ordentliche Siegesserie hat. Die drei sind neu dabei. Da geht es derzeit in den Gewichtsklassen wirklich hin und her. Zahlreiche Kämpfer wechseln hoch zwischen Welter, zwischen Leicht,
zwischen Federgewicht. Für mich war jetzt auch noch ein Ardar Adash als Kandidat auf der Liste. Der hätte es bei mir auf meiner persönlichen Liste in die Top 10 geschafft. Bei unserer Abstimmung im Panel hat das ganz knapp verpasst. Genau, vielleicht noch zu erwähnen, Yassin Ayari ist auch noch dort in dieser Top 10 vertreten, auf Platz 8. Ich glaube, den haben wir gerade namentlich nicht genannt. Muss jetzt auch so ein bisschen mit einer Durststrecke kämpfen, aber wir hoffen natürlich, dass er bald wieder auf die Siegerstraße zurückkehren kann. Ja, definitiv, denn Yassin allein vom reinen Talent und Können her ist er auf jeden Fall ein bisschen weiter oben anzusiedeln in dieser Gewichtsklasse. Bei ihm ist halt einfach die Sache, er war lange verletzt, kam dann zurück und konnte dann in seinem Comeback in der UFC leider sehr wenig zeigen. Mal schauen, wie es da bei ihm weitergeht. Derzeit gibt es leider noch nichts Neues zu vermelden, aber wir hoffen natürlich das Beste für Yassin, weil vom Talent her, wie gesagt, wirklich ein richtiger Topmann im Leichtgewicht. Und gekämpft hat er auch schon mal im Weltergewicht und das ist natürlich dann jetzt wieder der nächste Schritt. Wir gehen wieder eins nach oben zur Gewichtsklasse um die 77 Kilo. Ja, und dort, glaube ich, müssen wir auch über die Spitzengruppe nicht mehr groß reden. Düsseldorf represent so ein bisschen. Wir haben KSW-Champion Roberto Soldic ganz oben und darunter dann David Zawada und Kerim Engizek. Ich denke mal, das ist so, wenn man dann noch Christian Eckerlin und Niklas Stolze so die Top 5 mit reinnimmt, ist das wahrscheinlich derzeit somit die bestbesetzte Gewichtsklasse, die wir hier in Deutschland haben. Ja, absolut. Und hart umkämpft noch oben drauf. Roberto Soldic auf der 1, KSW-Champions, Champion seines Zeichens. David Zawada ist in der UFC aktiv. Kerim Engizek trägt den Gürtel von GMC. Christian Eckerlin haben wir auch bei KSW gesehen, zuletzt auch erfolgreich. Und Niklas Stolze versucht in der UFC Fuß zu fassen, darf bald wieder ins Oktagon treten. Kurz dahinter Marcel Grabinski, der sein letztes Duell allerdings absagen musste aus gesundheitlichen Gründen, versucht das Ganze aber in kurzer Zeit nachzuholen, hat auch 2 Siege in Folge aktuell. Also das Ganze oben hat sich jetzt nicht so viel getan, sage ich mal. Aber kurz dahinter, Adrian Zeitner ist jetzt neu in dieser Gewichtsklasse auf Platz Nummer 7. Hat sich das Ganze natürlich verdient mit Siegen über Selim Agaev, den wir darunter sehen. Und Kevin Hanks war das, genau. Ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig im Kopf hatte. Und also definitiv steht er da zurecht. Wild verfolgt von Selim Agaev, würde ich jetzt mal behaupten, der zuletzt ja auch wieder sich einen Sieg geholt hat und mit Sicherheit auch daran interessiert, vielleicht in naher oder später Zukunft vielleicht nochmal ein Rematch zu bekommen. Ja, kurz dahinter Christian Jungwirth, Stefan Jansen. Vielleicht sagst du uns noch was dazu, Alex. Ja, also weil du Zeitner schon genannt hast, den möchte ich persönlich nicht übergehen. Für mich wirklich der Durchstarter dieses Jahres. Die 2 Kämpfe, die er bisher gemacht hat, wirklich astrein. Da hat wirklich alles gepasst. Super dominant, jeden Fehler seines Gegners genutzt und dann sofort zur Aufgabe gebracht. Also wirklich Hut ab. Mit dem wird man auch in naher Zukunft noch rechnen müssen. Und Selim Agaev dahinter, ja, der hat den Kampf gegen Zeitner verloren, hat jetzt zuletzt bei GMC Nico Karlstahl-Lohmann besiegt und das in einem Kampf abseits des Weltergewichts. Da sage ich aber auch, das ist ein sehr, sehr talentierter Junge und wenn der den Kopf richtig auf die Schultern draufgeschraubt hat, dann muss man mit dem rechnen im deutschen Weltergewicht. Wirklich vom Talent und von der Athletik her ein hervorragender Kämpfer. Ja, nur manchmal halt nicht so ganz fokussiert. Das ist so sein Ding. Christian Jungwirth dahinter, der hat jetzt 2-mal sehr, sehr viel Pech mit dem Punktrichter gehabt bei Oktagon in der Tschechei. Beide Male gegen Lokalmatadore ganz knapp unterlegen, aber wirklich gute Leistung dabei gezeigt. Nur eben die Punktrichter nicht ganz von sich überzeugen konnte, auch wenn ich da so ein bisschen Heimvorteile rausgelesen habe, muss ich sagen. Und auf der 10 auch neu dabei Stefan Jansen, den kennt auch Adrian Zeitner ja noch ganz genau von früher, der sich ja jetzt dann auch auf die Siegerstraße zurückkämpfen konnte mit seinem Erfolg im Main Event der letzten GMC Fight Night über Gökhan Aksu. Dann geht's von den Weltergewichten wieder einen Schritt nach oben und auch dort scheint das Zentrum, das Epizentrum der Gewichtsklasse in Düsseldorf zu liegen. Denn Abus Magomedov, wer hätte es gedacht, das Top-Mittelgewicht in Deutschland, ich glaube, das ist jetzt wirklich keine Überraschung mehr. Ein hervorragender Kämpfer, hervorragender Wettkämpfer und allein von den physischen Fähigkeiten mit an der Spitze in Gesamtdeutschland. Auch da, der müsste eigentlich nur viel öfter kämpfen. Also ich hoffe, dass die KSW-Geschichte bald rum ist und er dann da wieder seinen
wieder anknüpfen kann an seinen letzten Sieg. Der war nämlich mehr als deutlich gegen den zuvor ungeschlagenen Polen. Dahinter haben wir Dustin Stolzfuß in der UFC, der auch in 2,5 Wochen wieder im Käfig steht und dort gegen den Super Grappler Rodolfo Vieira, gegen dieses Kraftpaket auf die Siegerstraße und seinen ersten UFC-Sieg feiern will. Und dann, tja, wer hätte es gedacht, Abu Azaitar ist wieder da, hat ja eine lange Auszeit hinter sich gehabt, hat da auch ein paar Verletzungen gehabt. Nach seinem UFC-Debüt damals in Hamburg gegen Vito Miranda hat es 3 Jahre gedauert, bis wir ihn wieder gesehen haben. Jetzt ist er wieder da. Gegen Marc-André Barriot aus Kanada hat es nicht ganz gereicht. Da war vielleicht ein bisschen zu viel Ringrost dabei und der Ringrichter hat sich nicht ganz von der besten Seite gezeigt. Aber es ist auf jeden Fall schön, Abu Azaitar wieder in den Top 10 zu sehen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass er auch wieder aktiver und regelmäßiger im Käfig stehen wird. Mittelgewicht, da muss ich gleich einhaken und sagen, da hat sich jetzt von den Namen her nicht so viel verändert. Allerdings sind da einige Kämpfer dabei, die, wenn es blöd läuft, im nächsten Update mit dem nächsten Quartal schon wieder draußen sind. Also Aziz Karaoglu, der muss in diesem Quartal kämpfen, sonst wird er schon inaktiv. Nihat Nasufovic genauso. Und Kennedy Gayomba, der steht hier noch im Mittelgewicht drin, hat aber seinen nächsten Kampf in der NFC-Series schon im Weltergewicht angekündigt. Also auch der wird wahrscheinlich den Weg nach unten antreten. Ja, und dahinter dann eben Ilja Stojanov, der rutscht ein bisschen hoch. Und 2 neue Kämpfer sind auch dabei. Julian Pennant aus Berlin und Hoshad Kajewand von den Fight Bros aus Freiburg neu dabei in den Top 10. Ja, was soll ich dazu sagen? Passt. Genau. Genau, was soll man dazu noch sagen? Ja. Also, wie gesagt, jetzt in den höheren Gewichtsklassen, da ist sehr viel Veränderung drin, da hat auch viel mit Aktivität zu tun. Da kann schon wirklich ein Sieg sehr viel entscheiden. Das sieht man nämlich dann auch im Halbschwergewicht. Dort gibt es natürlich an Stefan Pütz, der GMC-Doppelchampion, noch kein Vorbeikommen. Dahinter allerdings auf dem Treppchen eine große Veränderung, mit der ich eigentlich in den letzten Jahren kaum noch gerechnet hätte, nämlich Martin Zabata. Der rutscht einen Platz ab, tatsächlich gibt einen Platz auf Alexander Popek ab, der sich jetzt hochgekämpft hat. Das alte Urgestein aus Düsseldorf hat ja im Januar bei KSW gegen den Gewichtheber Shimon Kolecki leider nicht gewinnen können. Und ja, ich behaupte jetzt langsam mal, mittlerweile macht sich dann wohl doch so ein bisschen das Alter bei ihm auch bemerkbar. Er deutet ja auch immer wieder an, so ganz viele Kämpfe wird er auch nicht mehr in sich haben. Und dahinter ist es dann auch so sehr viel Veränderung einfach, weil Timo Feucht inaktiv geworden ist und auf lange Sicht wahrscheinlich oder in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch mit einer schweren Verletzung erstmal nicht zurückkehren wird. Ja, ansonsten in der Gewichtsklasse hat sich auch noch etwas getan. Also Robert Lau, Lom Ali Hutaev und Mark Dusis steigen allesamt hoch oder auf. Liegt natürlich auch daran, dass sie zum Teil aktiv sind. Das große Thema ist ja generell in den letzten Monaten, / im letzten Jahr, wie du schon vorhin angedeutet hast, Alex, ja, welche Fighter tatsächlich aktiv sind über längere Zeit. Irgendwann fliegt man eben aus den Rankings oder wenn man eben nicht kämpft, wird man überholt. So wie zum Beispiel Sascha Massafra, der ja zurückgekehrt ist, sehr aktiv war, hat jetzt 3 Fights in Folge sogar für sich entschieden und ist jetzt neu dabei in dieser Gewichtsklasse auf Platz 7 direkt. Und knapp dahinter Rafael Xavier, Mraz Absoyan und Alexander Wesner, der auch ja tatsächlich sehr aktiv war bei GMC, einen Kampf verloren, einen Kampf gewonnen. Also ein stetiges Auf und Ab bei ihm. Er macht den 10. Platz fest. Ja, Alexander Wesner, wie du schon gesagt hast, der stand ja sogar schon 3-mal dieses Jahr bei GMC im Käfig. 2 Siege, 1 Niederlage, die Niederlage nur gegen Sascha Massafra. Aber auf jeden Fall, jetzt wo er richtig aktiv ist, eine Bereicherung für die Top 10. Und wer weiß, vielleicht bekommt er ja demnächst seinen Wunschkampf gegen Cengiz Koray, der ja dieses Wochenende in Frankreich kämpft. Und mal schauen, vielleicht sehen die sich ja irgendwann nochmal wieder. Dann wird ordentlich geballert, so wie sich Wesner ja immer wünscht. Ja, und dann, wir haben vorhin schon Abu Azaitar im Mittelgewicht als einen der Rückkehrer in der UFC in den Ranglisten gefeiert. Und jetzt kommen wir dann zum zweiten. Und das ist nämlich die Nummer 2 im Schwergewicht, Jirjiz Danio. Der kehrt auch wieder in die Ranglisten zurück. Nach langer, langer und sehr frustrierender Verletzungspause hat er sich dieses Jahr mit einem wirklich heftigen Knockout gegen Jorgen De Castro zurückgemeldet. Nicht nur in der UFC, sondern eben jetzt auch in den Ranglisten. Dahinter haben wir Kasim Aras, der am Samstag nach dem Titel von Elite MMA Championship greift, der jetzt auch wieder 2 Siege in Folge hat.
Und so langsam, muss ich sagen, nimmt das Schwergewicht auch deutlich Fahrt auf. Ja, absolut. Auf der Eins vielleicht noch zu erwähnen, ihr seht es ja schon im Bild, Hatef Moel hält den Spitzenplatz und nochmal zurückgejumpt unter Kasim Aras ist André Schmidt, der dann eben den Platz sozusagen freigeben muss für Kasim Aras, der es hier nach oben geschafft hat. Ansonsten Tassilo Lahm, der Top Ten, Sascha Milinkovic und Erkojun Lazartorev, also allesamt Fighter, die in letzter Zeit eben zum Teil gekämpft haben, zum Teil auch nicht, zum Teil sich eben halten in dieser Gewichtsklasse. Da sind wir auch wieder ja, davon abhängig, sage ich mal, wie aktiv die Fighter tatsächlich sind, dass das Ganze auch ordentlich durchgemischt werden kann. So wie zum Beispiel Filip Brdaric, der zuletzt gekämpft hat bei EMC, der springt damit direkt auf die Nummer 9. Also da muss man ja auch sagen, gerade weil wir die Aktivität wieder angesprochen haben, La, Milinkovic, Jun und Todev, die rutschen automatisch einen Rang nach oben, weil mit Admir Borucanin ein weiterer Kämpfer inaktiv geworden ist, weil er 2 Jahre nicht gekämpft hat. Und ja, ganz unten auf der 10 sehen wir dann eben Kamran Aminzadeh, der ja bisher nur einen Kampf als MMA-Profi machen konnte. Und da muss ich sagen, da war die Versuchung schon recht groß, einen Großteil der MMA-Fans in Deutschland zu triggern und einen gewissen Michael Smolik da drauf zu setzen. Wie nah warst du dran? Na, sagen wir es mal so: Kamran Aminzadeh will ja gegen Michael Smolik kämpfen und vielleicht können die es sozusagen regeln, wer dann demnächst auf der 10 steht, nachdem sie gekämpft haben. Ja, ist doch eigentlich eine schöne Geschichte. Auf jeden Fall merkt man im Schwergewicht, da fehlt es vor allem sehr vielen Kämpfern noch an Erfahrung. Kamran Aminzadeh ist im MMA eben noch sehr unerfahren, natürlich als Kickboxer deutlich erfahrener, hat seinen einzigen MMA-Kampf gegen Ben Abubi gewonnen. Erkojun, der ist auch in den Ranglisten mit gerade mal 5 Kämpfen. Also da geht es schon relativ schnell rein in die Top 10 des Schwergewichts. Und ja, wie du schon angekündigt hast, sollte es zum Kampf kommen gegen Smolik mit Kamran Aminzadeh, dann könnte sich der Gewinner auf jeden Fall große Hoffnung machen. Vielleicht sehen wir aber bis dahin natürlich auch noch andere interessante Schwergewichte, die sich da auch für diesen Platz ins Gespräch bringen können. Auf jeden Fall mit Filip Bradaric, der auch jüngst wieder den Grundstein einer neuen Siegesserie gelegt hat und auch da wieder neu dabei ist. Man merkt, es geht manchmal ganz schnell in die Top 10. Ja, und jetzt sind wir mit den einzelnen Gewichtsklassen durch, aber eine fehlt natürlich noch und das ist die ultimative Liste der 10 besten Kämpfer in Deutschland, gewichtsklassenübergreifend, Pound for Pound. Und auch hier haben wir wieder denselben Kämpfer an der Spitze wie schon im Weltergewicht, nämlich Roberto Soldic. Also, der hat in den letzten Monaten wirklich so gut abgeliefert und sich zu Beginn des Jahres, meine ich, an Daniel Weichel vorbei auf den Spitzenplatz manövriert. Dahinter Abusmagomedov und ja, sehr viel UFC sehen wir da, auch ein bisschen Bellator und mit Kerim Engizek zumindest auch einen deutschen Champion noch. Und dahinter ist neu dabei Loik Radschabow, der ersetzt nämlich Martin Zawada. Ja, Nasrat Haqparast haben wir da oben noch auf der 4, wie du schon richtig gesagt hast, UFC-Fighter definitiv vertreten. Stefan Pütz ist dann quasi einen Platz heruntergegangen dafür. David Zawada, Khalid Taha haben wir dann ja, knapp dahinter wieder mal. Otman Adaytar, Kerim Engizek und Loik Razabov. Also teilweise liegt es auch hier daran, gegen wen man natürlich kämpft, wie aktiv man ist und welche Leistung man bringt. Und ja, darum eben Pound for Pound. Wenn du dir jetzt diese Liste so ansiehst, wo war da für dich so die schwerste Wahl? Was war da die schwierigste Entscheidung bei deinem Stimmzettel? Ja, ist natürlich immer so eine Sache, wie man Daniel Weichel sieht, wie man Roberto Soldic sieht, wie man Abusmagomedov sieht. Also ich sag mal so, die Top 3 Plätze kann man ja zum Teil ein bisschen durchwirbeln, je nachdem immer abhängig vom letzten Gegner, abhängig von der letzten Leistung. Allerdings muss man bei Roberto Soldic sagen, der hat so eine heftige Siegesserie hingelegt. Unter anderem jetzt, also mir fallen direkt 5 in Serie ein, die er nicht abgegeben hat. Und ja, damit hat er definitiv überzeugt und steht, denke ich, zu Recht auf Platz 1. Ja, es wird auf jeden Fall spannend in naher Zukunft.
Also auch bei David Zawada, der hat jetzt seinen letzten Kampf gegen Ramazan Emelyan nicht gewinnen können, hat aber da wirklich eine Top-Leistung gegen einen richtig, richtig heftigen Gegner gezeigt. Da musste ich schon wirklich gucken, wie platziere ich denn dieses Mittelstück dort zwischen von Nasrat Haqparast eigentlich bis Khalid Taha. Das ist sehr, sehr schwer, sich da eine Reihenfolge auszudenken. Ja, die Tagesform will ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber da kann es wirklich mit einem Ergebnis natürlich schon ganz, ganz anders aussehen. Dahinter muss ich sagen, Otman Asaitan hat bisher natürlich auch 13 Siege in Folge und sah in der UFC eigentlich auch in beiden Kämpfen wirklich hervorragend aus. Kommt allerdings jetzt nicht so ganz. Dazu. Ja, genau. Kommt allerdings für mich persönlich jetzt nicht so ganz an die Gegnerqualität ran, die jetzt ein Khalid Taha in der UFC vorgesetzt bekommt oder eben auch ein Zawada. Also, aber ja, das sind eigentlich wirklich nur so ganz kleine Nuancen, die da zwischen den einzelnen Kämpfern den Unterschied machen. Und das sind jetzt quasi unsere German Top 10 in den Gewichtsklassen vom Bantamgewicht hoch bis zum Schwergewicht und die German Pound for Pound Top 10, die ultimative Rangliste für MMA-Kämpfer aus Deutschland. Sagt uns doch jetzt mal eure Meinung. Wo liegen wir falsch? Wo liegen wir richtig? Wer sind denn für euch die Top 10 oder die Top 3 in Deutschland? Schreibt es uns in die Kommentare. Schmiert es uns auf Brot, wenn wir irgendwen komplett vergessen haben. Das, glaube ich, ist nicht passiert. Oder wenn wir jemanden ganz falsch einsortiert haben. Ich kann mit allem, mit jeder Stimme, die ich abgegeben habe, sehr gut leben. Ich mache mir da sehr viele Gedanken drum. Ich weiß, du machst das auch, Elias, und alle anderen, die da bei uns auch ihren Stimmzettel einreichen. Und wir hoffen, wir haben allen Kämpfern auch Genüge getan. Ich denke, jeder kann mit der Platzierung, auf der er steht, zufrieden sein. Und falls nicht, dann gibt es ja eine eigentlich einfache Möglichkeit, rausgehen und kämpfen und Siege holen. Wir drücken auf jeden Fall allen die Daumen. Ihr macht es uns mit euren Leistungen im Käfig nicht gerade einfacher. Ja, ein weiteres hochdiskutiertes Thema war unter anderem der Interimstitelkampf, der jetzt neu angesetzt wurde zwischen Derrick Lewis und Cyril Gane, der so einige Leute verwundert hat, unter anderem Francis Ngannou selbst. Er war tatsächlich verwundert, dass beide Athleten jetzt nicht vielleicht irgendwie so einen Eliminator einfach machen, um dann den nächsten Herausforderer für sich selbst zu finden, sondern tatsächlich einen eigenen Titel dann sozusagen vor die Füße geworfen bekommen. Und in der Videobeschreibung findet ihr ein Video von uns. Wir haben dazu schon Stellung genommen. Wird euch sicherlich interessieren. Also einfach unten reinschauen, draufklicken und das Ganze anschauen. Unter anderem Francis Ngannou fragte sich ja selbst, er wollte ja damalig, bevor er selbst Champion wurde, gegen Jairzinho ebenfalls einen Interimstitelkampf, hat er nie bekommen. Und jetzt auf einmal bekommen es zwei andere. Also ganz komische Situation. Lange Rede, kurzer Sinn. Schaut euch das Video an und sagt uns vielleicht auch in den Kommentaren, was ihr von dem ganzen Zeug haltet. Ist es disrespectful sozusagen, respektlos Francis Ngannou gegenüber oder ist es einfach komisches Business von der UFC? Ja, ich muss dazu auch sagen, heute kam die Pressemail der UFC und damit das Ding ist jetzt offiziell angesetzt für den 7. August in Houston, Texas, also in Derrick Lewis Hangelstadt. Da hat es mich einfach nochmal geärgert. Also wer mich so ein bisschen ranten hören will, der klickt in die Videobeschreibung, klickt das Video dazu an. Katastrophe, einfach Katastrophe. Also schnell weiter bitte. Ja, und vom Schwergewichtstitelrennen in der UFC, über das ich mich aufrege, gehen wir zum Schwergewichtstitelrennen bei Elite MMA Championships, weil das geht nämlich jetzt am Samstag in die nächste Runde. Am 3. Juli ist es wieder soweit. Elite MMA Championship Nummer 7 findet statt in Ratingen. Ab 19 Uhr findet ihr das als Pay-Per-View auf fight.tv. Den Link gibt es auch in der Videobeschreibung. Und wie schon angekündigt, an der Spitze des Programms haben wir einen neuen Titelkampf, denn Stuart Austin, der He-Man, der im vergangenen Oktober den Titel gewinnen konnte in einer harten Ringschlacht, der ist zur PFL abgewandert, der Titel ist vakant und ja, jetzt hat sich die EMC natürlich gleich einen ganz tollen Namen dafür ausgesucht, nämlich Kasim Agas, der steht im Titelkampf von Elite MMA Championship Nummer 7, nachdem er in seinem letzten Kampf ja wirklich schon sehr abgeliefert hat, will er jetzt das Gold holen. Ja, abgeliefert, absolut. Hat wirklich überzeugt und auch den einen oder anderen vielleicht auch überrascht mit einer sehr, sehr dominanten Leistung. Und ja, jetzt darf er tatsächlich schon um den Titel kämpfen gegen Rap Truesdale, ein Schotten, der seines Zeichens auch gerne im Stand losfeuert, was das Zeug hält. Und ich glaube, da können wir uns schon ein bisschen drauf vorbereiten. Dort wird das Match, glaube ich, zum Großteil verlaufen im Stand, bis dann einer von beiden, also wahrscheinlich dann eher Aras,
sagt, dass er seine Ringerqualität nutzt, das Ganze auf den Boden bringt und den Vorteil für sich ziehen wird. Dazu muss man sagen, Truesdale auf dem Boden hat die ein oder andere Niederlage schon erlitten. Das heißt, da ist er anfällig und ich denke mal, da muss man jetzt keine wahrscheinlich dort seine Chance versuchen, wird zu ergreifen. Ja, also ich habe ja mit Kasim Aras gestern gesprochen. Das Interview verlinken wir euch natürlich auch in der Videobeschreibung dazu. Da wollte er sich noch nicht so ganz aus der Reserve locken lassen, was er so geplant hat, woran er vor allem in den letzten Wochen gearbeitet hat. Aber es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, das ist sein erster Kampf über 5 Runden im MMA. Truesdale ist wieder ein sehr großer Kämpfer, ein sehr massiger Kämpfer, der das Gewichtslimit wirklich ausreizen wird und der vor allem sehr gerne und früh den Körperkontakt sucht. Also ich denke, da steht uns ein ordentlicher Schlagabtausch bevor. Und Kasim Aras hat ja jetzt in seinem letzten Aufeinandertreffen gegen Benoit bewiesen, dass er Dampf in den Fäusten hat. Da hat es ja nicht lange gedauert und die erste Rechte saß und schon war der Holländer eigentlich auf Schlittschuhen im Käfig unterwegs. Also wer weiß, vielleicht sehen wir das ja wieder und vielleicht holt er sich dann jetzt in Sekundenschnelle oder Minutenschnelle den Titel und den Sieg bei EMC. Auf jeden Fall, das ist eine ganz coole Ansetzung. Schade für Kasim Aras eigentlich oder also... Das heißt, schade, aber ein bisschen Pech hat er natürlich gehabt im Vorfeld, wie er es uns gestern erzählte, ist Rap Truesdale Gegner Nummer 4, der ihm in den letzten Wochen vorgelegt wurde. Darunter waren zum Beispiel auch Shimon Bayor oder auch KSW-Veteran Michael Andrischak. Und das wäre natürlich eine richtig coole Sache gewesen. Ich denke mal, den Ärger darüber, den wird jetzt der Schotte abbekommen. Ja, und ein Mann, der im letzten Jahr im Titelkampf stand und sich knapp dem He-Man geschlagen geben musste, den sehen wir im Kampf davor, nämlich... Es ist Judo-Olympiasieger Satoshi Ishii, der seinen zweiten Kampf bei EMC macht, seinen dritten Kampf in Deutschland überhaupt und sich mit dem Italiener Pietro Capelli misst, der in 9 Aufeinandertreffen nur einmal den kürzeren zog, also 8 Siege, eine Niederlage hat. Und für Ishii geht es natürlich jetzt auch darum, wieder zurück ins Titelrennen von EMC zu kommen und zurück auf die Siegerstraße zu kommen. Ja, genau, das hätte ich auch sagen wollen jetzt mit dem Titelrennen. Also du hast es ja schon gesagt, er stand ja schon mal im Titelkampf. Da lief es nicht so aus, wie er sich das Ganze vorgestellt hat. Jetzt kann er mit dem Sieg wieder in der gleichen Organisation sich sozusagen wieder dafür ganz nach oben kämpfen und anklopfen beim Sieger. Stell dir mal vor, Aras gewinnt den Titel und Satoshi Ishii klopft an seine Tür und sagt beim nächsten Event, du, lass uns mal kämpfen. Also das wäre auf deutschem Boden sicherlich auch eine Megaschlacht. Ja, auf jeden Fall. Und Satoshi Ishii einfach durch die Vorgeschichte als Goldmedaillensieger, das ist natürlich allein vom Sportlichen her wirklich ein Top-Name, der sich jetzt dann eben auch im MMA beweist, hat ja in seiner Karriere schon sehr, sehr viele frühere Champions geschlagen und gekämpft. Unter anderem hat er Siege über Tim Silver, den früheren UFC-Champion, oder den amtierenden KSW-Champion Phil DeFries, stand mit Fedor Emelianenko im Ring, stand mit Krokop zweimal im Ring, der jetzt sein Kumpel und Trainer ist in Zagreb. Also wirklich ein sehr erfahrener Mann und ja, mal sehen, was er uns da jetzt zeigt und was er gegen Capelli so drauf hat. Der Italiener, der wird auf jeden Fall keinen leichten Kampfabend verleben. Davon gehe ich ganz fest aus. Und keinen leichten Abend verleben, das wird auch der Franzose David Karp. Denn ja, er bekommt es mit Marcin Bomba Bandel zu tun. Und wer so ein bisschen schon einen Blick in die Bilanzen der beiden geworfen hat und nicht nur in die reinen Zahlen, sondern auch dahinter, der wird sehen, ui, das wird eine interessante Sache. Denn David Karp, der hat schon durch Leglocks verloren. Und wenn Marcin Bandel für eines berüchtigt ist im Käfig, dann sind es Leglocks. Ja, genau das. Und er ist zum Teil wirklich sehr, sehr gefürchtet. Also wenn er den Griff einmal ansetzt, dann muss man so schnell klopfen, wie man kann, denke ich. Ansonsten kann man wahrscheinlich mit einer Schiene dann wieder nach Hause fahren oder ins Krankenhaus. Ich hoffe, es kommt nicht dazu, zu einer Verletzung, aber ich hoffe trotzdem, dass es ein sehr spannender Kampf wird und ja, zum Teil auf dem Boden, vielleicht auch im Stand erstmal ein Weilchen geht. Also ich bin gespannt auf Marcin Bandel gegen David Karp. Also ich bin ganz ehrlich, Standkampf interessiert mich bei dem Duell null. Ich will Grappling sehen. So einer, also jemand, der wirklich so hart auf Submissions setzt wie Bandel, das ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen, einfach auch zu sehen, wie dann der Gegner darauf reagiert, wie er ja vielleicht ums Überleben kämpft oder nicht und was ihm da so für Tricks einfallen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Für Bandel ist es jetzt der erste Kampf auf deutschem Boden, seit er bei GMC damals gegen Selim Magaev nach Punkten gewinnen konnte. Jetzt ist er wieder da und der frühere UFC-Kämpfer will natürlich auch wieder Eindruck schinden.
Bin auf jeden Fall sehr auf dieses Duell gespannt. Marcin Brandl war eigentlich immer schön anzusehen in Deutschland. In der UFC hat es bei mir leider nicht ganz so geklappt, aber denke mal, jetzt holt er auch wieder neuen Schwung und mal sehen, wie es dann für ihn weitergeht. Weltergewicht ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Geschichte bei EMC. Und vorhin haben wir ihn schon erwähnt in den Top 10, die Nummer 9 im Federgewicht, Pascal Hinson, der ist auch wieder dabei, hat seinen letzten Kampf ja gewonnen gegen Dennis Danailov aus Berlin. Das war für ihn eine sehr, sehr harte Angelegenheit. Also Danailov hat wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten über zwei Runden, bis ihm dann im letzten Durchgang wahrscheinlich so ein bisschen in die Kraft ausgegangen ist. Hinson hat da sehr viel Druck gemacht. Und jetzt gegen den Portugiesen Fabio Sousa soll dann der nächste Schritt nach vorne kommen. Und vor allem natürlich, die Bilanz soll weiter perfekt bleiben. Ja, du sagst es perfekt, 6-0 bislang. Also er will die 7 sozusagen voll machen jetzt und weiter ja, nach oben steigen, versuchen, je nachdem, ob er hier bei EMC vielleicht irgendwann nach dem Titel greifen will oder vielleicht sich für internationale Duelle irgendwie interessant macht. Fabio Sousa, ein Mann, den er allerdings nicht unterschätzen darf, besonders da man gesehen hat, in seinem letzten Duell musste er ja schon über einige Runden gehen, bis er den Sieg geholt hat. Und ich bin gespannt, ob und wie er Fabio Sousa knacken kann. Ja, auf jeden Fall ein harter Test. Sousa ist ein sehr erfahrener Mann, hat doppelt so viele Kämpfe gemacht wie Hinson. Mal gucken, ob er die dann ausspielen kann im Hexenkessel von Ratingen. Es sind ja auch wieder Fans erlaubt, dazu kann man EMC auch gratulieren. Ich denke mal, die Stimmung wird einfach super sein und ich hoffe, dass die Kämpfer dann im Programm auch entsprechend abliefern werden. Auf jeden Fall tolles Event, freue mich schon sehr drauf und ihr könnt natürlich auch alle einschalten. Wie gesagt, Samstag, 3. Juli ab 19 Uhr live auf fight.tv Elite MMA Championship Nummer 7 mit zahlreichen Kämpfen. Neben Bundle haben wir auch noch UFC-Veteran Dennis Dojnic, der in den Vorkämpfen steht und generell mit einem schönen internationalen Teilnehmerfeld. Ja, zudem liefern wir euch noch ein paar Interviews nach den Fights mit den Athleten. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon freuen. Genau. Und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Wie gesagt, die UFC macht dieses Wochenende mal Pause. Am Sonntag ist ja amerikanischer Unabhängigkeitstag. Da wird nochmal ordentlich das Feuerwerk gezündet. Und dann nächste Woche steht ja da schon der richtig große Kracher an. Conor McGregor, Dustin Poirier Nummer 3. Also wir haben uns da schon ein paar ganz nette Sachen für euch überlegt. Checkt auf jeden Fall regelmäßig unseren YouTube-Kanal aus. Da werden wir sehr viel Content für euch haben in den nächsten Tagen dazu. Und wir freuen uns auf diesen Fight auf jeden Fall. Wir freuen uns darauf, darüber zu sprechen in unserer nächsten Ausgabe nächste Woche. Und bis dahin verbleibt mir noch zu sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns das Like und das Abo da. Schreibt uns was in die Kommentare. Wie gesagt, wer sind eure Top-3-Kämpfer überhaupt in Deutschland oder eure Top-10? Und wie steht ihr zu dieser ganzen Posse um Francis Ngannou, Derek Lewis und Cyril Gane. Und ja, schaut, wie gesagt, auch bei gut7.de vorbei. Dort gibt es mit dem Code GNP10 10% Rabatt auf euren Einkauf. Leckere Snacks, super Soßen für den Grill oder auch ein paar Geschmacksträger für das kalte Sprudelwasser. Alles, was das Herz so begehrt und vor allem alles gesund und proteinreich. Schaut mal rein, gönnt's euch. Und ja, dann Elias. Sehen wir uns auch nächste Woche im nächsten Podcast und mal gucken, wie es bei EMC alles so ausgeht, wie es bei EMC so ausgeht. Checkt die Interviews mit Elias und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.